Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plug-in-Tutorial von Felicados World. Eigentlich meine ich von Felicado auf Felicados World, aber ich korrigiere das jetzt mal nicht. Okay. Ich möchte euch heute ein Plugin vorstellen, das hat was mit diesen Minecarts zu tun und mit diesen Straßen hier. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Also zu zeigen, im Ingame gibt es nicht viel, aber das, was es gibt, zeige ich jetzt mal. Wir bauen einfach mal eine Minecart hier hin auf die Straße, dann klettern wir rein und yay, mit den Pfeiltasten können wir auf dieser Straße fahren. Allerdings nur auf dieser Straße, die ich hier eingestellt habe. Das kann man übrigens einstellen, welche Arten von Straßen man befahren darf. Auf Gras, wie ihr seht, ist der Minecart gleich kaputt gegangen. Das gleiche geht hier, das ist jetzt eine Landstraße, die ist etwas langsamer, gemütlicher zu befahren. Dumm, die dumm, die dumm. Und wenn ich, ups, jetzt bin ich an die Seite gefahren. Und wenn ich gemütlich sage, dann meine ich das auch mit gemütlich. Dumm, die dumm, die dumm. So. Ja, schneller geht's leider nicht. Und schwupps. So, und das Ganze heißt Minecars. Und ist die Version 2.1, die ich hier auf dem Server nutze. Funktioniert nicht, ganz wichtig, funktioniert nicht mit Minecraft Revolution. Ich habe beides drauf gehabt, die Minecarts sind hier stecken geblieben, also die sind gar nicht erst gefahren. Also wenn ihr Minecraft Revolution auf dem Server habt, könnt ihr dieses Plugin nicht installieren. Das ist, müsst ihr euch entscheiden, halt, ob ihr Züge haben wollt oder Autos. Na, oder ihr guckt, ob ihr noch ein anderes Plugin habt. Aber es kann auch sein, bei der Wolle ging es einfach nicht. Ging einfach nicht. Okay, also MCG hat auch ein paar Befehle, wie ihr seht. Machen wir MCG, gibt es verschiedene Arten von Autos, die man einstellen kann. Wenn man Admin ist, ich glaube, als normaler Dings kann man jetzt nichts machen. Ich mache jetzt zwei. GE2 enabled habe ich jetzt. Mal gucken, was das ist. Das ist die Landstraße. Okay, ja. Mit GE2 ist das Auto natürlich so, als wäre es jetzt auf der Autobahn da drüben. Das ist die Autobahn, das ist die Landstraße. Und dann gibt es noch GE3, was das auch immer heißen mag. Das will ich jetzt mal testen. Das ist wahrscheinlich super schnell. Ja. Okay, GE3 gibt es auch. Das ist dann Motorrad oder so. Und dann gibt es natürlich GE1. So. Und das ist die normale Geschwindigkeit. Ja, ganz normal. Man kann natürlich nur fahren, wenn man die Pfeiltasten nutzt. So, was gibt es jetzt neu? Also natürlich fährt das auch mit Benzin. Wenn ihr jetzt so MCG Füll als Admin macht, dann habt ihr eine Anzeige. Da, das kann ich jetzt irgendwie schlecht mit der Maus zeigen. Diese gelben Balken, die ihr da seht, das ist euer Benzin. Und das wird immer weniger mit der Zeit, wenn man rumfährt. Als Admin natürlich nicht. Aber als User. Man kann hier noch die Preise einstellen. Moment, Prices. So. Also gucken, nicht einstellen, gucken. Und ihr seht, eine Ladung kostet $15. Irgendwie kann man noch Tankstellen bauen, das zeige ich euch noch. Das habe ich jetzt vergessen hier vorzubereiten. Das mache ich jetzt im Video. Und dann kann man mit MCG Reload natürlich das Plugin, die Konfiguration neu laden. Und mit Adminful kann man natürlich als Admin dauerhaft den Tank füllen. Der wird aber als Admin eh nicht leer, also es ist wurscht, ob ich ihn fülle oder nicht. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie wir eine Tankstelle noch bauen. Zuerst mal raus. So, es gibt auch Schilder. Es gibt einmal diese, wo ist das Schild? Auf der anderen Seite, nee, oder? Ach ja, MCG. Super Speed und los geht's. Auf. Ups, ja, wie auch immer. Yay. Ui, das ist so schnell. Okay. Hier sind wir beim Schild. Man kann hier so ein Schild. Jetzt habe ich das Schild Lizenz hier eingestellt. Das ist ganz einfach. Ich brauche mal gerade mal ein Schild, dann zeige ich euch das. Wenn ich nur ein Schild hätte. Da ist doch eins. Das nehmen wir doch mal. Ne, die brauchen wir noch. So. Das ist ganz einfach, so ein Lizenzschild, also das ist ein Fahrlizenz. Wenn man hier draufklickt, kriegt der User eine Lizenz zum Fahren. Ansonsten kann er nicht mit dem Auto fahren, also mit dem Zug. So, einfach so ein Schild hinstellen, das reicht schon. Und dann automatisch wird es dann zum Drivers Lizenz sein, also zum Führerschein-Schild. Gut, so wie ihr seht, habe ich es gerade wieder gelöscht und das Schild ist halt wieder weg.
Und so könnt ihr halt eine Art Haus mit Führerscheinstelle bauen. Und das wird vollkommen geil. So, als nächstes machen wir jetzt eine Tankstelle. Das ist auch nur einfach nur ein Schild. Wo habe ich es denn hier? Dann bauen wir mal die Tankstelle am besten hier hin. So. Und machen da Full Station. Ich glaube, das ist richtig geschrieben. Hoffe ich mal. Ja. Und ihr seht, wir haben hier eine Tankstelle. Wenn man jetzt hier draufklickt, mit einer Minecart. Und dann seht ihr, versucht er das zu füllen. Hier ist meine jetzt aber schon voll. Da gibt es nichts zu füllen. Ja, wie gesagt, es gibt hier nicht viel zu zeigen. Das war's auch schon. Und jetzt kommen wir eigentlich nur noch zur Einstellung, wenn man das Ganze einstellt. Das wird alles nur über das über die Konfiguration gemacht. Also nichts über Befehle. Befehle kann man halt nur gucken und die Minecart reinmachen und dann geht's schon los. Und ja, dann fahren wir jetzt mal zur Konfiguration. Übrigens, ich habe hier zwei Wollen gemacht. Ich zeige euch, wie das geht. Bis dann. Tschüss. Ich meine natürlich nicht Tschüss. Jetzt, es gibt jetzt natürlich jetzt den zweiten Teil, ne, mit den Plugins und Permissions und so weiter. Ne? Ich meine mit den Erklärungen. Ne? Also, weiter geht's mit dem nächsten Teil. So, dann kommen wir zur Konfiguration. Und zwar ist es ganz einfach. Wir gehen einfach in den Plugin-Ordner und da wiederum in den Minecast-Ordner. Da brauchen wir eigentlich nur die Config-Datei, die Player-Full-Datei ist nur die Benzin-Datei. Das heißt, jeder Player kriegt eine bestimmte Anzahl an Benzin. Also hier ist so eingestellt 100 und das verbraucht sich dann. Also bei Admins wahrscheinlich eher nicht, aber bei den Usern. So, dann gehen wir in die Konfiguration ein und ich zeige euch jetzt hier, was man so abändern muss oder kann. Hier natürlich Destroy-Car, ob man die Autos wieder zerstören kann, den man hinstellt und ob man die Autos hinstellen darf. Dann ist eigentlich noch wichtig der Street Speed Faktor, also wie schnell das Fahren sein soll. Es gibt zwei Sorten von Straßen, die Street, das ist die normale Straße, die ist etwas, kann man etwas langsamer gestalten und die Autobahn, die kann man etwas schneller gestalten. Das sind jetzt die Zahlen sind jetzt erstmal, ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Soll ich sagen, es wurde schon mal so eingestellt, ihr könnt es natürlich noch schneller machen, aber ist eigentlich nicht nötig, ich finde die Geschwindigkeit schon ganz okay. So, die Frage ist, ob Wolle genutzt werden soll. Klar, also wir nutzen auf jeden Fall Wolle für unsere Straßen, sieht auch am besten aus. Und hier kann man jetzt einstellen, welche Farbe die Wolle für die normale Straße haben soll. Zum Beispiel, ihr macht so wie ich im Video jetzt eine Straße mit so einem mittleren Teil, so einem Streifen. Dann müsst ihr natürlich auch den Streifen hier mit einfügen. Einmal halt Gray für die Straße, also die graue Wolle, und einmal die Farbe White ist jetzt für den weißen Streifen, den ich in der Mitte hatte. Damit der Minecart nicht dauernd zerstört wird, wenn er über die Mitte fährt, das wäre ja auch blöd. Oder man hat hässliche Straßen, die einfach nur grau sind. Das ist natürlich auch nicht so schön ohne Streifen. Das gleiche habe ich natürlich auch bei der Autobahn gemacht, nur da habe ich halt orangene Streifen gemacht, weil ich hier schon die weißen benutzt habe. Man kann halt nicht beide gleich benutzen, sonst fährt sich das etwas komisch. So, dann gibt es hier natürlich, welchen Block ihr als Straßenblock, wie viele Blöcke das haben soll. Der Straßenblock, habe ich gesagt, einen. Der besteht, kann auch nur aus einem Block bestehen, muss aber nicht. Während der Motorblock, also die Autobahn, mindestens aus vier Blöcken bestehen muss. So, hier, ob das Benzinsystem genutzt werden soll, ja klar. Und ob Economy, also mit Geld genutzt werden soll, ja. Und hier können wir jetzt die Preise noch festlegen, also Benzinpreis ist hier auf 15. Das Item, das zum Füllen benutzt werden soll, das habe ich jetzt gar nicht gesehen im Spiel. Müsste gucken, was das für eine Idee ist, bin mir jetzt nicht sicher. Und noch eine Items Pairful, das habe ich jetzt auch nicht benutzt, also das stand auch nirgendwo drin. Okay, dann lassen wir das mal. Hier ist, ob man einen Führerschein nutzen soll im Spiel. Also das heißt, alle, die keinen Führerschein haben, die können natürlich erstmal nicht mit dem Minecart fahren und die müssen sich erstmal einen Führerschein kaufen und hier kann man noch den Preis des Führerscheins einstellen. Ja, also mehr müsst ihr jetzt nicht einstellen. Die anderen Sachen habe ich jetzt noch nicht so gefunden, also Use Exhaust und Use Ownership, also dazu habe ich jetzt nicht viel gefunden, aber ist auch nicht so wichtig, das einzustellen. Wichtiger sind die anderen zwei Teile.
die anderen Teile, die ich jetzt vorgestellt habe. Und jetzt gehen wir rüber zu den Permissions und schauen uns die an. So, jetzt habe ich hier das Forum geöffnet, damit wir mal reingucken. Wegen den Permissions. Hier, diese Permissions ist natürlich für alle Permissions gedacht. Damit gibt man dem Player alle Permissions, die es halt für Minecraft gibt. Für was diese Permission gut ist, kann ich euch nicht sagen. Ich würde ihn jetzt eigentlich nur für einen Ob einsetzen, aber der hat eh alle Rechte. So, dann gibt es hier natürlich Minecraft Admin. Das ist halt gedacht für die Admins, also damit man mit dem vollen Benzin immer vollen Benzin fahren kann und also kostenlos füllen kann, ohne das Schild und natürlich, dass man reloaden kann. Wenn ihr solche Admins habt, die das machen dürfen, dann könnt ihr diese Permissions dort einstellen. Dann haben wir hier natürlich das noch unterteilt in Minecraft Admin für Admin Full und Minecraft Admin Reload für den Reload-Befehl. Dann Minecraft Buy Full, das ist, dass die Leute Benzin kaufen können. Das würde ich natürlich gleich bei den Usern machen, bei den Membern oder Gästen, wie ihr wollt. Dann Use Commands. Weiß nicht, ob die User die Commands benutzen sollen. Ich würde es eher weglassen. Dann Minecraft Move. Natürlich, damit die fahren können, müsst ihr denen natürlich dieses Recht geben. Und Minecraft Create. Das ist natürlich, damit die Minecraft hinstellen können. Das sollten wir auch das Recht lassen, damit jeder sein Auto hinstellen kann. Natürlich, das brauchen wir noch. Die ganze Full Station. Also nur das erste, weil damit die auch tanken können, die Leute. Full Station Create ist eure Sache, ob ihr jemanden dazu befugt, solche Tankstellen hinzustellen. Dann Full Station Destroy, das ist klar, zum Zerstören. Wer baut, muss nicht unbedingt auch zerstören dürfen. Könnt ihr ihm also die Rechte auch geben oder nicht geben. Dann natürlich Minecraft Lizenz Use, das würde ich natürlich auch den Leuten reinmachen, damit die auch einen Führerschein bekommen können. Create, das ist nur das Schild zum Anschauen und Destroy ist klar. Ja, das war's eigentlich schon. Wie ihr diese Konfiguration noch eingebt, kann ich euch jetzt beim Group Manager nicht wirklich zeigen, aber doch, warum nicht? Warte mal, da fällt mir ein. Ich zeige euch erstmal bei Permissions X jetzt. Ich gehe einfach in den Ordner Permissions X, dann haben wir ja den Ordner Permissions, die Datei Permissions. Die öffnen wir, da seht ihr jetzt. Und nehmen wir an, unsere Member sollen ja Minecraft Create haben. Also ich habe es jetzt hier eingetragen. Und Minecraft Move, das habe ich alles per Befehl im Game gemacht. Ihr könnt es auch per Hand hier eintragen. Müsst halt dann den Server reloaden. Moment, wo habe ich jetzt das Ding? So. Ja gut, ich mache jetzt keine Werbung für SceneTick. Ich habe es mir zufällig vorhin angesehen. Okay. So, warte mal. Hey. Ich brauche die Befehle. Sorry für dieses Hin und Her jetzt. So. Gut, dann brauchen wir eigentlich den User noch. Wie gesagt, wir geben denen noch die Minecraft Fillstation Use. Dann geben wir auch noch Minecraft Lizenz Use. Und Minecraft Beifüll. So, mehr braucht ein User jetzt nicht, wenn ich es richtig gesehen habe. Move haben wir und Create haben wir auch. Okay, also das würde ich erstmal so einstellen und das Ganze dann speichern für Permissions X. Für das Group Manager geht es auch ungefähr so. Dann gehen wir in Group Manager rein. Wenn ihr es als globale Befehle reinmachen wollt, dann geht ihr einfach in die Global Groups rein. Die öffnen wir jetzt mit Notepad. So. Und ihr seht hier habe ich verschiedene. Wir nehmen einfach die Hunger Games Dings. Gehen ein bisschen runter. So. Machen einfach eine neue Zeile. Und die nennen wir einfach Minecraft Bilder, also das ist jetzt eigentlich nur eine Überschrift für diese Permissions Gruppe. Das ist keine echte Permission hier oben, ne? Das ist ganz wichtig, das ist einfach nur eine Überschrift. So, und dann stellen wir hier natürlich auch die gleichen Rechte. Ups, ich habe es vergessen hochzuladen, okay. Die gleichen Rechte wie beim anderen. Ach.
Gut, dann machen wir das alles weg und geben jetzt ein minecast-create. Minecast-use, glaube ich. Ne, move. Dann minecast-fill-station-use. Minecast Lizenz Use und das war's auch schon. Byfull müssen wir noch, genau. Minecast Byfull. Okay, das sind die Permission für die Bilder in meinem Fall. Und jetzt machen wir noch die Permission für die Admins. Oder wie ihr wollt, auch könnt auch VIP, aber VIP brauchen wir ja eigentlich, die sollen eigentlich nichts machen. Minecast Admin. So, und meine Admins kriegen einfach alle Funktionen aus Minecast, damit die machen können, was sie wollen. Mit diesem Plugin, auch die Befehle und den Reload. So. Gut, das war's. Das habe ich jetzt in Cube Manager eingetragen, das heißt, wir sind aber noch nicht in Cube Manager fertig. Das war der erste Teil. Dann gehen wir hier raus und gehen jetzt in... wo bin ich jetzt gelandet? Da wollte ich auch gar nicht hin. Also hier. Wir gehen jetzt in den Ordner Worlds und dann in die erste Welt, die ihr als Hauptwelt habt. Und dann da geht ihr auf Cubes und editiert diese Datei. Jetzt gehen wir erstmal bei Bilder. Ihr seht hier Bilder. Dann gehen wir hier mit G-Doppelpunkt Minecast Bilder. Minecast Bilder und das Ganze nochmal für die Admins. So, G-Doppelpunkt Minecast Admin. Und damit haben wir den Admins die rechte Gruppen gegeben und auch den Bilder die rechten Gruppe gegeben. Und damit ist eigentlich alles eingestellt. Mehr braucht man jetzt für diesen Plugin nicht zu machen. Und ja, das war's erstmal. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein neues Plugin zeigen und auch zeigen, wie man es installiert und nutzt. Es ist ein ganz tolles Plugin, muss ich echt sagen. Auf sowas habe ich schon gewartet. Allerdings, ich sage es jetzt nochmal, es funktioniert nicht mit Minecart Revolution. Ich weiß nicht, ob es mit anderen Minecart Plugins funktioniert. Auf jeden Fall funktioniert es nicht damit. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht zu bewerten bzw. zu kommentieren. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr das auch gerne in den Kommentaren reinschreiben oder auch auf Facebook oder wo ihr wollt. Und wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.